machen. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Heute testen wir mit einem Partner. Winkt eurem Partner zu. Wink ich? Ja, du winkst. Hallo. Hallo. Warte mal, auf Q soll ich doch winken. Warum geht das? Ach, hier. Ah, da bist du da oben. Ja, ich würde sagen, damit herzlich willkommen, oder? Was muss ich drücken, dass ich nach oben winken kann? Q gedrückt halten und dann mit der Maus nach oben. Es geht nicht. Es geht nicht. Jetzt bleiben wir hier schon hängen, weil du es nicht hinbekommst, oder was? Ich drück fucking Q, aber ich hab dann meine Maus halt nicht da zum Anwählen. Ich wohl. Ja gut, aber auf jeden Fall herzlich willkommen. Portal 2. Es geht einfach nicht. Also jetzt warte, ich drück jetzt Q. Ja. Kriegst du dann deine Maus auf dem Bildschirm? Nee, ich krieg sie nicht auf dem Bildschirm. Ich kann einfach die bewegen und dann erscheint so ein Pfeil da, den ich im Kreis rumdrehen kann. Hältst du Q fest oder drückst? Ja, klar. Okay, ich halte Q fest. Und geh hoch. Da kommt nicht irgendwie, bei mir kommt dann so ein Menü, so ein Kreismenü. Ja, das kommt bei mir auch. Ja. Aber ich kann nicht. Dann nimm die, weiß ich nicht, W oder den. Die Pfeil nach oben oder so, funktioniert das? Ich habe schon getestet, das geht nicht. Aber ja, du gut, kannst. Das fängt aber gut an. Kannst dich aber umsehen, ne? Ja, umsehen kann ich mich. Ich kann mich auch bewegen und alles. Da, ich will hier raus! Ich kann auch die Ansicht vergrößern und verkleinern. 4K ist das Problem, ich sag's dir. Ja, nee, ich geh jetzt mal kurz hier Tastatur und Maus. Tastenbelegung ändern. Okay, Steuerung ist ducken, sehr gut. Gestenmenü ist Q. Ja. Aber deine Maus wird da irgendwie nicht erkannt. Arbeit. Q. Anwenden. Okay, jetzt nochmal. Ne, meine Maus wird tatsächlich nicht erkannt. Ah, warte mal. Du hast dieselbe Maus wie ich? Jetzt warte. Ja. Okay, nochmal ein Test. Ein Start, wie man ihn sich wünscht. Bullshit. Warte. Okay, es liegt nicht an meinem Controller, dass der eingesteckt ist. Dann benutzt den doch wenigstens jetzt kurz. Vielleicht geht es damit. Nein, ich hab's gerade getestet, das geht nicht. Ah, das ist Bullshit. Ja, Leute. Vielleicht. Ich komm hier raus. Ich weiß nicht, was ich machen soll tatsächlich. Maus im Kern deaktivieren. Maus direkt draw. Machen wir mal ein. Fertig. Ah! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Maus einfach nicht im Spiel drin ist. Okay. Ja, aber du kannst dich ja auch, kannst hier hoch und runter gucken. Ja, aber gerade eben hatte ich zum Beispiel das, dass ich es auswählen konnte, aber jetzt irgendwie nicht. Okay, das ist natürlich doof. Hui. Das ist echt doof. Ja, komm, lass mal. Roboter einrichten. Nee. Bleibt alles drin. Alter. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Können wir das nicht verlassen, das Tutorial? Nee. Ich kann halt nichts machen. Robo einrichten. Oh cool, ich kann meinen Typ anpassen. Weißt du, was ich jetzt mache? Was? Rausgehen, nachjoinen. Nee, ich stecke jetzt meinen Controller ein. Das sag ich doch die ganze Zeit, versuchst du mit dem Controller? Jetzt auf die Controller-Einstellung. Ich fummel in der Grafikeinstellung ein bisschen rum in der Zeit. Ist nämlich nicht so optimal, wie ich es gern hätte. Okay. Gar nicht so schlecht. Leider nicht. Ach, ich hasse es, wenn sowas schon mal so losgeht. Ah, besser. Ist arschlaut, das Spiel. Ja.
Hast du übrigens die Push-to-Talk-Sachen deaktiviert? Nicht? Ich habe dich gerade die ganze Zeit doppelt gehört. Ich musste das ausstellen. Ich fühle mich irgendwie dumm. Ich weiß, ich kann Tab drücken, dann sehe ich mich. Jo, lol. Wie cool ist das denn? Kanntest du das Feature nicht? Nein. Das ist halt, voll, dass du epic. Dich mit den Leuten absprechen kannst. Das ist ja voll geil. Und es bringt mir 2 Frames mehr, wenn ich es aktiviere. Geile Sache. Dauerhaft mit Tab rumlaufen. Alter, ist das so dumm, einfach nur Forschungsplan. Kannst du mal. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Aesthetic. Geh mal raus und join nach. Guck mal, ob es dann geht, ich weiß nicht. Ja, mach ich tatsächlich jetzt echt mal. Hui. Wir warten noch so lange auf den grünen Scroll. Ach, Leute, es tut mir leid, dass das hier jetzt direkt schon so anfängt. Standard-Koop-Modus. Nach Freunden suchen. Geht verloren. Schade. Ja, jetzt, wenn es jetzt funktioniert, dann wissen wir. Jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal den coolen Start wahrscheinlich. Oh, nochmal. Können wir den überspringen diesmal? Ich habe ihn gerade schon aufgenommen. Ja, ich auch. Okay. Ich glaube, wir können einfach Escape drücken, wenn es dann geladen hat. Aber das ist schon mal ein guter Anfang. Erst so 10 Minuten lang fast gar nichts. Weil nichts funktioniert und diesmal steckt der Scheiß-Controller. Gut, dass es ein Puzzlespiel ist, wo wir mega inkompetent jetzt schon sind. Okay, weg kannst damit. Nicht Escape drücken. Ey, das ist doch jetzt... Ja, Alter... Nee, dann seht ihr das jetzt nochmal. Aber ich hätte hier schon ins Menü gehen können vorhin. Ah, die Musik ist cool. Aperture Science. Ey, ich find's halt einfach cool, wie dein Roboter sich halt einfach so alles mit sich machen lässt. Und er freut sich. Hui! Und meiner ist halt einfach so ein richtiger... Aua. Also deiner hat schon mal richtig keinen Bock. Merkt das schon. Ich finde es schön, dass das Spiel quasi so von Intro ins Spiel übergeht. Dass man jetzt direkt da spawnt. Ich finde es tatsächlich auch gut. Hui. Kannst du jetzt schon winken? Ja. Heute testen wir mit einem Partner. Fuck you. Wie? Ich hatte jetzt echt schlechtes Spiel. Drückst du irgendwas anderes noch aus? Ich halte Q gedrückt, bewege meine Maus ein Stück nach oben, sodass ein Pfeil erscheint, der auf dieses Gestensymbol geht und lasse dann einfach Q los. Siehst du, wie ich wackel? Ja, klar, ich sehe das. Irgendwie müsste die Maus funktionieren. Warte, kann man das irgendwo nachgucken? Jetzt. Du da stehst. Immer bereit. Ich hatte gerade kurz einen Pfeil. Oh, come on. Hast du die Maus-Sensitivity so wenig eingestellt oder was? Auf 0,01 und dafür irgendwie die richtige Maus auf volle Pulle? Mausumkehr deaktiviert, bla bla. Okay, es könnte jetzt sein, dass meine Maus gleich ausrastet, aber okay. Jo. Immer noch nicht? Ja! Ja! Ich hab's geschafft! Wow. Ich hab jetzt so lange rumgemacht, bis es endlich funktioniert hat. Jetzt müssen wir eine andere Geste machen, pass auf. Warte, ich muss erstmal meine Maus wieder runter. Alter, das ist ja wohl klar, was ich nehme. Warum darfst du anfangen? Was soll man denn sonst nehmen, außer das, was ich wählen würde? Oh Gott, jetzt habe ich halt nicht wieder noch. Wie geht denn das Ping? Mit F, steht okay. Doch dran. Bei mir steht nichts. Ach, ich bin ja auch noch nicht dran. Alter, der geile Elefant. Alter. Oder erst den Elch, ne? Oh. Warum darf ich... Willst du mich verarschen? Warum darf ich... Komm, ich nehme Gold direkt. Nee, nein, Gold war da drunter. AU. Nein. Ich nehme Gold AG. Fuck. Was ist AG nochmal? Keine Ahnung, ich glaube Aluminium oder Magnesium oder so. Magnesium ist MG, mein Freund. Das, dann ist es Aluminium. Könnt ihr eurem Partner auch anzeigen, wo das auch wenn es AL ist. Hier. Für diesen Test gebe ich vor, der Partner zu sein. Zeigt mir mit Hilfe eures Ping-Tools, wo ich eure beiden Portale platzieren soll. Pingt jeweils die Stelle an. Da.
Ich glaube, das war nicht richtig. Wie schießt man? Gar nicht, du musst nur F drücken, dann schießt die da ein Portal. Ach so, wir können zwei Portale machen. Ich dachte, jeder kann nur eins machen. Haha, Noob. Ja, jetzt überleg mal. Ich muss doch drüben rauskommen, oder? Blue hat nur ein Portalgerät. Ich hatte schon gelegt, aber ich wollte nicht einfach durchlaufen. Jedes Portalgerät kann zwei eigenständige Portale erzeugen. Erzeugt als Test ein Portal zu diesem Vorsprung. Ja, hab ich schon, danke. Ich bin auch schon drüben und stehe und warte. Hallo. Hallo. Ich hab hier einen Knopf. Geil. Tschüss, du Trottel. Das kann ja was werden mit uns. Oh Gott, das wird richtig schlimm, kann ich dir jetzt schon sagen. Okay, ich bin jetzt hier durch. Ja. Warte, ich muss mir schnell ein Portal setzen. Ich kann. Das Ping-Tool ist von großem Wert, um eurem Partner bestimmte Stellen zu zeigen. Ich hab dich selber angepingt. Ja, das kann ich nicht. Da kann ich nicht drauf. Jetzt hier. Ja, genau, danke. Ach so, okay, vielleicht sollten wir nicht versuchen zu trollen bei dem Spiel so ein bisschen. Ich meine, wir spielen ja hier. Guck mal, ich kann hier aktivieren. Da dürftest du jetzt einen Würfel kriegen. Ja, ah, nee, ich hab einen Würfel gekriegt. I. Okay. Gewichtete Würfel kalibriert. Keine Abweichung erkannt. Warte mal ganz kurz, ich muss. Oh, meine Maus ist schnell. Was muss du? Wenn man sagt, ihre Gewichtsabweichung liege über oder unter der Norm. Ich muss noch ganz kurz hier, ein bisschen leiser machen, es war immer noch mega laut spielen. Boah, hier, hoffentlich treffen wir auf einen Companion Cube. Hast du ihn wieder geholt? Ja. Stell dich mal. Oh, warte, ich bin noch nicht da. Ich komm. Was haben wir denn hier Schönes? Muss ich hier direkt davor. Hallo? Kann immer noch nicht winken, ist mir egal. Muss ich hier direkt davor stellen. Rechts. Sehr gut. Kannst du mir den hier durchgeben? Ja. Dankeschön. Bitteschön. Bei den kann ich nämlich jetzt dann hier dir durchgeben. Aha, ich kann hier durch. Ja, und dann musst du... Schmeiß ich den ins Wasser, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist der Plan. Juhu. Okay. Ich gehe auf den Knopf. Dein Tor geht auf. Ja. Musst du hier rüber zu dem Schalter? Ich kann hier was ein Ding planten. Kannst du da. Du kannst da oben hinschießen, oder? Nee, kann ich nicht. Ah, ich kann hier hinschießen. Warte mal hier. Ja, das. Komm mal zurück. Und kannst du jetzt hier gegen ballern? Nee, ah doch, ich weiß. Du musst nur mal auf den Knopf gehen. Ohne den Knopf. Dann kannst du erst da durchballern. Ja, richtig. Ah. So. Jetzt kannst du. Genau. Jo. Ja, Leute, wir haben jetzt eigentlich lang genug rumgemacht. Wir spielen Portal 2. Wollte ich jetzt hier mal sagen. Und wir haben uns gedacht, wir spielen jetzt auch mal den Koop-Modus, weil Portal ist einfach ein geniales Spiel. Das also, richtig. Kann man einfach so sagen, es ist ein super geniales Spiel. Ja, drückst du mal auf den Knopf oder was? Achso, ich dachte, du willst jetzt hier cool erzählen, deine Portal-Erfahrung. Ich hoffe schon nie mehr testen zu können. Ihr habt als erster Roboter die Kalibrierung geschafft. Mann, sind wir gut. Schluss jetzt. Für die Strecke war dieses Benehmen nicht nötig. Und das ohne Geste. Weiter mit den Tests. Alter, ich kann die Gesten immer noch nicht machen. Oh, voll enttäuscht. Ich würde es gerne tun, Aesthetic, aber es geht einfach nicht. Und wir auseinandergeschraubt. Ja. Hast du die ersten beiden Teile im Singleplayer gespielt, storymäßig? Also ja, ich kenne die Story, den ersten Teil habe ich gespielt, den zweiten Teil habe ich tatsächlich nicht selber gespielt. Oh lol. Der zweite ist so gut. Ja? Ich weiß, dass der zweite gut ist. Aber das war die Hochzeit von Gronkh damals tatsächlich. Ach, der ist gespielt? Ich glaube, der hat es gespielt. Ich weiß nicht, was Gronkh? Bin mir relativ sicher, dass es Gronkh war. Aber das war stark. Ja, das war echt richtig krass. Mindflashs incoming. Ständig. Mhm. Aber wir spielen hier ja eine andere Story, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe. Oh, wir sind nebeneinander! Ja. Alle Team-Teststrecken beginnen im zentralen Hub. Ha, ich bin mehr Schritte bisher gelaufen als du. Dann zur neuen Teststrecke.
So, okay, zur neuen Teststrecke da oben. Ja, gehen wir mal zu 1, oder? Hin, ja. Ich denke. So. Hallo, Computer? 1. Begeben Sie sich auf Ihre Demontage. Na super. So, dann hier gerade direkt. Kann ich bei dir rein? Theoretisch? Nee, ich glaube, es geht nicht. Okay, wir werden jedes Mal auseinandergebaut und irgendwo anders wieder zusammengesetzt. Ja, richtig. Ah, oh, dafür gibt er mir einen Ladescreen für die 3 Sekunden, ey, geil. Ja, das ist halt Portal. Musst du dir denken, wie alt ist das Spiel jetzt? Ist es schon 2000 wann? Er ist schon älter. Ich weiß nicht, 7, 8 Jahre ist es, glaube ich, schon alt. Das ist halt echt krass, wie lange das halt eigentlich schon her ist. Diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt. Hier geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Okay, warte. So, was hab ich ausgelöst? Ja, dann laufen wir hier weiter. Ich kann nicht weiterlaufen. Achso, doch, stimmt. Orange erhält 5 Kollaborationspunkte. Du musst nochmal zurück. Ja, ich muss gerade gucken. Nee, schieß hier ein Ding hin. Hier. Ja, du kannst hier theoretisch reinkommen. Ich hab doch so ein Ding reingeballert. Aber du kannst mir doch direkt hier eins hinschießen. Ach, da ist auch einer. Ja, so. Okay. Ja, gut, weiter geht's. Ich freue mich schon auf die Loops. Wissenschaftliche Spitzenleistungen sind das Ergebnis von Teamarbeit. Aber vergesst nicht, wie bei Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte ein. Kenne ich nicht, Terry. Auch nicht. Aber ich will so einen Loop machen. Das ist das Coolste. Ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich nicht gut ausgeht, wenn wir das zusammen immer wieder machen. Wow. Super. Also du heißt Atlas, okay. Ja, wie heißt du? Keine Ahnung, bei mir stand nur dein Name. Gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten. Ich dachte, das sei interessant. Für Gewinner jedenfalls. Mit den wenigsten Punkten? Orange erhält 5 Kollaborationspunkte. Fucking ernst. Ich hab nichts gemacht! Ah, warte mal, mach mal nochmal auf, bitte. Brauchst du nicht. Du musst aufmachen. Wahrscheinlich von da. Ah, fuck, ich hab's falsche gesetzt. Nee, du musst nochmal aufmachen, bitte. Ah, drück mal nochmal den Knopf. Du hast verkackt. Du musst bei hier hinten hinschießen. Ja, ich hab das falsche Portal gesetzt. Das war die Sache. Hui. Kann man nicht hier hinter schon? Ah, schade. Hi. Hi. Okay, draufstellen. Ich frage mich, wann der Moment beginnt, wo die uns verarscht. So. Eine gute KI. Wir brauchen auf jeden Fall. Würfel. Da oben brauchen wir den Würfel schlussendlich. Ich geh mal hier hoch, komm. Hier ist ein Knopf. Jetzt gucken wir mal, was der Knopf macht. Ich denke, wir müssen den beide drücken. Ja, tatsächlich denke ich das auch. Hui. Gut, dann mal drauf. Drücke. Warte mal. Ah, warte, wir. Oh, schnell, Runde, das Zeitlimit läuft. Das sind 3. Ach echt jetzt? Wir waren zu langsam. Aber das ist doch nicht einfach nur runter, oder? Doch, in der Mitte läuft Reihenfolge. Doch, in der Mitte läuft doch ein Zeitlimit. Okay. Wir waren wieder zu langsam. Müssen wir warten? Ja, siehst du das? Ja, warte kurz aufs Dreieck. Und dann starten wir nochmal neu. Und zwar jetzt. Wir werden runter und drücken das hier. Und da kommt die Kugel. Okay, Kugel rein, Tür auf. Easy. Zusammen. Wow. Gibt es einen von euch, der scheinbar die ganze Arbeit übernimmt? Ja, und das bin wahrscheinlich ich. Ja, auf jeden Fall. Ihr wachst als Team zusammen, dank dem einen, der alles tut. Gut formuliert. Bestes Team. Da wird schon ein bisschen... Du heißt Peabody. Ah, stimmt, Peabody. Ich hab den cooleren Namen. Naja. Also der Atlas, hallo? Ja. Atlas, das zeugt von Stärke, der Name. Ich überlege, ob ich mir einen Dialekt anlege als Peabody. Yo, Homie. Und gegenseitiger Respekt, nee, lass mal lieber. Sind diese Tests potenziell tödlich? Angesichts des bisherigen Verlaufs wird dies einem von euch zur echten Herausforderung. Nein, ich häng fest. Okay, was müssen wir da machen? Warte. Du musst ein Portal setzen. Aber wir müssen die Dinger treffen, nehme ich mal an. Hier musst du ein Portal setzen bei mir. Ja, ist okay. Ich komme nicht raus. Warte. Ja. Und so, dann trifft man beide.
Ah, da hast du nichts von. Da hat man davon was. Ah, siehst du? Ja, direkt instant richtig gemacht. Ja, ja, klar. So, also, man muss ja auch sagen, die Anfangslevel bei Portal sind auch jetzt nicht die schwierigsten. Hier sind knapp. Ah, da ist ein Würfel. Okay. Hier drauf geh. Ah, schreck mich doch nicht so. Gehen die Dinger runter. Monster. Ein Scherz. Okay. Ihre Vernichtung ist Teil des Tests. Ah, ich kann sie zerstören. Nicht wichtiger als ihr für mich. Du kannst ja nur auf das Ding da hinten schießen. Da, warte, da. Ja, nee, ich habe gerade noch die Buddies da zerstört. Ich muss auf das da erstmal schießen. Ah, nee, warte, du hast vollkommen recht. Ach so. Okay, du schießt dahin, hier im Portal, das theoretisch hier rauskommt. Genau, und dann mache ich hier irgendwas? Eins hin. Und da oben. Wo? Da oben. Ja, nice. Wow, jetzt können wir springen. Ja, ich sag, wir kriegen es. Warte. In einer halben Stunde durch das Spiel, so gut wie wir sind. Warte. Was? Bitte weiter zur nächsten Testkammer. Jawohl! Nein, du hast dich angenommen! Doch, hab ich! Wir haben geklatscht! Echt? Bei ja. Mir nicht. Bei mir wohl. Oh, eine halbe Stunde, um den Scheiß zu aktivieren. Wurf. Ja, aber ich hätte gesagt, wir machen dann hier jetzt den ersten Cut, oder? Ja, ey, nachdem wir so erfolgreich waren, finde ich, wissen die Leute auch, was sie erwartet hier, würde ich sagen. Ja. Tut mir leid, dass ich den Fehler gebaut habe, Anfang 7 Minuten oder sogar noch mehr, fast 10 Minuten damit verschwendet habe. Ey, das ist deine Kackmaus. Ich meine, ich habe exakt dieselbe, aber... Ich habe gewonnen. Okay, mit meinem Sieg, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Ja, ja, bis dann. Haut rein. Tschüss. Und der andere ist ins Getümmel.